Der erste Tag Rathaus 14 ist vorbei, Leute. Und damit aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir, dem Thorsten. Ich schlage mich gerade mit dem Editor hier rum. Denn wir haben ja gestern natürlich noch ein bisschen was gemacht, also gestern Abend im Livestream. Und ich bin auch ganz schön viele Gems losgeworden, Leute. Da blutet mir heute noch das Herz. Und irgendwie hat man das Gefühl, trotzdem gar nichts geschafft zu haben. Irgendwie ist das Gefühl da, dass man irgendwie überhaupt nichts geschafft hat. Und ich quäle mich gerade hier mit dem Editor. Ich hatte hier jetzt eben noch eine Gembox mittendrin liegen in meiner Base, hier unten am Elex-Lager. Aber eigentlich leuchten immer die Sachen auf, wenn man die Base hier komplett verschieben will, die da störend sind. Aber ich im Moment, bin ich ganz ehrlich, sehe ich es nicht. Da könnt ihr mir vielleicht mal einen guten Tipp geben, wie man das am einfachsten gestaltet. Dass man auf jeden Fall hier grüne Pfeile hat, denn ich würde ganz gerne natürlich unten die Mauern irgendwo hier jetzt in meine Base sinnvoll integrieren, um erstmal überhaupt eine Rathaus 14 Base zu haben. Eine Kriegsbase habe ich auch noch nicht, Rathaus 14, also auch da müssen jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Tage ins Land gehen und die Base-Builder müssen richtig Gas geben, dass die Community hier einigermaßen ja noch nicht geleakte Bases bekommt, aber ich hake das erstmal ab. Die Sachen habe ich jetzt schon rausgenommen, weil ich gedacht habe, die stören, aber die stören gar nicht. Und aber ein Tag Clash of Clans hier Rathaus 14 oder der erste Tag Rathaus 14 war natürlich nochmal sehr spannend, da ich gestern nach meinem Video dann auch so gut wie nicht mehr gespielt habe, habe dann erst gestern Abend wieder angefangen zu spielen, haben wir im Wesentlichen uns die Tierchen freigeschaltet, also wir haben alle Pets, ja, das seht ihr, wir haben alle Pets und haben natürlich gestern Abend schon so ein bisschen darüber gestritten, ja, was heißt, ich will nicht sagen gestritten, ich stell mal eben auf Deutsch, falls es was zu erklären gibt und welches Pet passt eigentlich am besten zu welchem Helden und Begleiterhaus heißt es da auch und erstmal habe ich die Konstellation genommen, dass ich diesen Lassie dem Royal Champion zugeordnet habe, die Elektroeule, dem Warden, der mächtige Jack soll so ein bisschen Mauer brechen für den King, denn der kann Mauern brechen und das Einhorn, na, das halt mal so ein bisschen mit. Im Moment bin ich ja eh im Super-Farm-Modus, also ich mache überhaupt gar nichts mit, ich sag mal so irgendwelchen CK-Truppen oder sowas, aber wenn man hier reingeht, dann seht ihr auch schon, die kann man nochmal leveln und ich habe gestern schon einen Helden gelevelt. Ja, die leveln auf jeden Fall mit Heldenbüchern oder halt mit Gems, wenn man sie denn levelt. Und der treue Hund des Königs verfolgt Gegner mit unverbittertem Mut, es sei denn, sie fliegen. Also geht nicht auf Kampfeinheiten, die oder auf, nicht Verteidigung, auf Kampfeinheiten, die fliegen. Hä? Es sei denn, sie fliegen, in welchem Fall sie nur tapfer angebellt werden. Okay, sie werden tapfer angebellt, auch nicht schlecht. Und also ist so ein bisschen für mich so, ich nenne es mal so, der Damage-Dealer hier an der Stelle. Und dann haben wir das zweite, ist die Elektroeule. Und die Elektroeule, die macht so einen Blitzstrahl wie die Elektrodrachen. Elektroeule macht gegnerische Verteidigungsanlagen aus großer Entfernung, ja, mit Hilfe von Stromschocks sind das hier. Zu Schutt und Asche ihre ganzen Felder ersetzen jedoch keine Rüstung. Achso, die Federn. Na, der hat wahrscheinlich dann eher weniger Trefferpunkte mit 1600, das ist auch noch nicht so viel. Einen haben wir schon gelevelt und zwar ist das der Jack. Den haben wir jetzt schon auf Level 2, weil wir gestern noch ein bisschen Dunkles über hatten, habe ich den schon mal fertig gelevelt auf Level 2. Jeder Begleiterheld hier geht auf Level 10. Das erstmal dazu. Und verursacht zusätzlichen Schaden an Mauern und ist gebaut wie eine Belagerungsmaschine, aber er dreht ganz gut durch, muss ich sagen. Also cooles Tierchen hier und sieht ja auch niedlich aus. Ne? Und das Einhorn ist der persönliche Heiler. Das galoppiert irgendwie so stolz durch die Base, ne? Aber ist gar nicht so. Aber es sieht trotzdem ganz nett aus, muss ich sagen. Und die vier Begleiter sind immer so ein bisschen so hier an den Helden mit dran. Da seht ihr die Eule und da seht ihr das Jack beim König. Dann haben wir hier am Royal Champion. Den wollte ich sowieso eben mal umequippen, weil ich gestern schon den Pass fertig gespielt habe. Wollte ich den Schurkenskin nehmen oder die Schurkengladiatorin. Und hier müsste irgendwo
Irgendwo muss er ja auch. Ach da, da unten ist der Lassi. Auch nicht schlecht. Und heißt er eigentlich Lassi oder heißt er Lassi? Ist auch egal, ne? Und das haben wir auf jeden Fall gestern geschafft. Und hier unten das Einhorn flitzt so ein bisschen hinter der Queen her. Naja, wir sind nicht shoppen gegangen oder so. Also ihr seht das, ich bin meinem Motto noch, muss ich sagen, treu geblieben. Nach einem Tag habe ich hier noch nicht reingegriffen, habe hier auch noch nicht den Skin und auch noch nicht das Dschungelteil. Hier haben wir gestern ein bisschen ausgegeben. Wir haben uns ein bisschen vor allen Dingen Elex rausgeholt, weil alles erstmal sehr Elex-lastig war. Ich habe auch schon einen Bauarbeitertrank gekauft. Also da haben wir ein bisschen zugeschlagen und ihr seht das, ich habe nur noch 21.000 Gems, also knapp 10.000, nicht ganz 10.000 Gems ausgegeben und eigentlich echt nicht viel geschafft. Das, was ich aber geschafft habe, ist, dass ich die erste Bauhütte hier fertig habe, auf Level 2, und ich wusste jetzt gar nicht, ab welchem Level fängt die eigentlich an zu schießen. Ich bin erst einmal angegriffen worden hier, jetzt weiß ich aber auch gar nicht, ob da überhaupt, obwohl von 9 Stunden hier mit so ein paar Kobolden, da muss ich sagen, weiß ich gar nicht, ob die jetzt schon gekämpft hat oder nicht. Da vorne steht ja ein Lager. Ah, doch, da kommt sie hoch, okay. Ah, sieht ja cool aus. Ne, habe ich noch nicht gesehen, Leute. Und der Bob, der da drunter ist, der repariert. Oh, der kommt mal, der geht da auch zu seiner Hütte. Das habe ich noch nicht gesehen. Und der guckt jetzt, was er reparieren kann hier. Ah, okay. Der guckt also immer in seiner Range hier wahrscheinlich, was er da reparieren kann. Also so eine Bauhütte sollte dann schon so ein bisschen da stehen. Ja, da klopft er das wieder hoch. Das ist ja sehr genial. Der Kollege gefällt mir schon mal gut. Der gefällt mir richtig gut und ist auch nicht klein zu kriegen, von den Kobolden sowieso nicht. Aber ihr habt gesehen, der repariert das dann gleich wieder. Und erst wenn seine Hütte zerstört ist, ich habe nämlich gestern, glaube ich, schon eine zerstört, erst wenn seine zerstört ist, dann ist auch er weg und repariert nichts mehr. Aber den müssen wir dann gut positionieren. Also die Hütten, 5 Bauhütten hat man. Ich weiß nicht genau, ich glaube, die vom Bilderbauarbeiter, die kann man nicht ausbauen. Aber die anderen können wir ausbauen. Das mache ich auch im Moment schon. Das heißt, ich habe noch 1-2 Stück hier im Bau. Und ja, die dritte soll dann folgen. Aber es ist auch alles mächtig teuer hier geworden im Rathaus 14 Bereich. Ich meine, das ist jetzt schon der Preis mit komplett durchgespielten Pass. Wir haben dann ja schon die Vergünstigungen hier. Das heißt, wir haben uns gestern auch schon etliche Belohnungen abgeholt. Ich habe den Pass so ein bisschen vorgejammt, so 500, 600 Gems. Und hab auch schon das Wesentliche raus hier. Also die ganzen Tränke und so, die lasse ich jetzt erstmal. Denn nach 5 Tagen Boost haben wir keinen Boost mehr. Und dann sind unsere Helden auf normalen Level. Ich habe aber auch schon die Helden so ein bisschen gelevelt. Das sieht man jetzt nicht auf dem Feld, weil da sind die jetzt im Moment alle auf 80 beziehungsweise auf Max-Level für Rathaus 14, aber die Queen auf 77. Und eigentlich hatte ich den Warden auch schon einen hochgeschlagen, oder? Das ist ja merkwürdig. Oder hatte ich den Warden gar nicht? Ach nee, den Warden habe ich hier, glaube ich, gar nicht hochgemacht, ne? Ich glaube, den Warden habe ich gar nicht hochgemacht. Den wollte ich hochmachen. Warte mal. Ich glaube, den Warden wollte ich mir hochmachen mit dem Hammer. Und dann haben wir den auch schon eingelevelt. Ich habe jetzt gestern festgestellt, ich habe doch irgendwie keine Priorität. Die Helden müssen sowieso hoch, Leute. Und naja, erster Tag, Rathaus 14. Wir sind ganz gut reingekommen, haben auch ganz nett nachgefarmt, aber irgendwie passte die Liga nicht so wirklich zum Farmen. Und auch die Zauber hier passen. Die passen auch. Oh nein! Toto klickt eine Mille weg. Toto, was machst du? Ach, Toto klickt wieder eine Mille weg. Sehr ärgerlich. Ach, Leute. Toto. Ach, meine Herren. Tag fängt toll an, ey. Okay. Aber mit so einer Armee kann man schon ganz gut starten, kann ich euch sagen. Nehmt ruhig ein paar Riesen mit für das Event hier. Das habt ihr ganz, ganz schnell gespielt. Also nicht das Event, dieses Event hier habe ich gestern ja schon mit 2 Sternen belegt. Das ist nicht so schwer. Die Dschungelherausforderung machen wir irgendwann mal. Haben wir noch 11 Tage Zeit. Aber hier unten das Ding hier für die Mauerringe, das geht ruckzuck. Nehmt da einfach ein paar Riesen mit. 6 Stück. Ich habe, glaube ich, jetzt immer 7 Stück am Start. Da habe ich sogar 8. Ja, und ja, die nächsten 100 Wochen hatte ich euch ja angedroht. Only Kobold. Allerdings, es stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, welches ist die beste Liga für Rathaus 14? Ja, die Fragen werden ja wieder kommen. Und ich kann es euch noch nicht sagen, aber scheinbar ist die
Liga, die ich jetzt gerade habe, nicht die beste Liga. Okay, 9:31, 11 davon. Da können wir auf jeden Fall was machen, würde ich sagen. Und der hat ja noch keine verteidigende Bauhütte, die ihm das Ding hier jetzt wieder hoch machen. Und ist auch schön am Pumpen. Wunderbar. Dann können wir hier erstmal so ganz kleines bisschen die Lägerchen mitnehmen. Wir müssen gewinnen mit den Riesenleute. Wir müssen gewinnen. Also es reicht nicht, hier so ein bisschen Loot abzugreifen, so wie ich das jetzt gerade mache. Aber ich denke mal, ihr werdet das ganz, ganz ähnlich machen. Kann ich mir so vorstellen. Ihr Rathaus 14er, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr momentan farmt. Hattet ihr vor, runter zu droppen? Vor allen Dingen die jetzt in der Legende sind, haben gestern schon so ein bisschen, okay, komme ich jetzt mit 8 Angriffen hin oder muss ich vielleicht doch ein paar mehr Angriffe haben? Den haben wir ja eigentlich schon ganz nett zerstört, ne? 27%. Da gewinnen wir mal, dann gewinnen wir doch nicht, oder? Sollen wir uns noch einen Adler holen? Der hat jetzt auch keine Hütte hier. Der hat dann nur das Rathaus, okay? Ich würde sagen, wir holen uns trotzdem das Rathaus, Leute. Von nix kommt nix, ne? So, dann nehmen wir die Queen mal so ein bisschen dahinter und auch den Roll Champion. Ja, hier kann man jetzt so ein bisschen anders vorgehen. Wir können hier den Jack mitnehmen. Der Jack soll ja hier durch Mauern gehen. Ich habe ja die Mauerbrecher auch vor allen Dingen schon auf Max Level. Das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, aber wir müssen uns da so ein bisschen Freiraum schaffen für die Riesen gleich. Och, guck mal, mein King geht schon. Och, nö, ne? Ach, guck mal, mein King geht da schon auf das Rathaus. Dann können wir schon beenden. Oh ja, jetzt kamen noch die Hawks raus. Okay. Ja, ist nicht so schlimm, Leute. Ist alles nicht so schlimm. Spenden kommen sowieso wieder rein. Und die Clanburg habe ich ja auch schon groß. Und jetzt kam natürlich die, ja okay, jetzt habe ich Spielchen trotzdem nicht gewonnen. Macht aber nichts. Dann haben wir das jetzt so. Ja, mein Gott. Warum können wir das nicht ausbilden? Weil wir keine Mauerbrecher mehr haben. Okay, wir haben keine Supermauerbrecher mehr. Macht aber nichts. Hier brauchen wir jetzt ein paar Riesen. 6, 7, 8. Und nochmal diese hier da hinterher. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Und Zauber haben wir jetzt auch so gut wie gar nicht verbraucht, glaube ich. Lass gucken. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder mehr Gift da. Ah, ne, haben wir gar nicht. 4 davon. 2 davon, 1 davon. So passt es. Perfekt. Und eine Belagerungsmaschine nehmen wir mal einen Blimp mit. Und dann haben wir hier ein bisschen reingefarmt. Ja, es dauert wirklich unheimlich lange. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was die beste Liga ist. Im Moment bin ich Champ 1. Runtergedroppt schon gestern von Titan 2, glaube ich. Oder Titan 3. Weiß ich gar nicht mehr genau. Im Moment ist es vielleicht noch nicht die beste Liga hier für Rathaus 14 zum Farmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Legendenspieler auch hinkommen. Ich muss mal eben schauen. Es sind immer noch viele Legende hier bei Spätzle-Benzos. Okay, reicht das 8 Angriffe, Leute? Reichen wirklich 8 Angriffe hier, um über den Tag zu kommen? Aber wir haben hier das erste. Wir haben schon Zerstöre 10 mit Waffen. Ach so, Rathäuser. Okay, oh, die nehmen wir gerne mit, die Gems. Also erster Erfolg schon wieder drin. Und, ich habe noch keine mit Waffen ausgestattete Bauhütte gemacht. Okay, habe ich noch gar nicht gemacht. Das heißt also Rathäuser, wie viel müssen wir machen? 100 Stück, okay, das ist nicht so schwer. Das geht, 10 Stück haben wir ja schon. Die zählen damit rein. Das heißt, ich muss jetzt noch 90 machen. Und sieht ein bisschen sauberer aus. Hier haben wir gestern schon drüber gesprochen. Und verwandle Truppen 20 Mal, okay. Ja, das machen wir sicherlich, aber im Moment will ich mal zusehen, dass wir hier die Jacks hochkriegen, wollte ich gerade sagen. Die Helden so ein bisschen leveln, die sind noch nicht ganz so teuer, also die Heldentiere. Ihr seht auch, die Preise sind ansteigend Richtung Einhorn im Moment. Und da müssen wir mal gucken, dass wir auch das ein oder andere Tierchen hier gelevelt bekommen. Ich mache einen kurzen Cut, weil ich würde ganz gerne wieder mit Clanburg losziehen. Und dann fahren wir hier weiter. Und naja, erster Tag war aber in Ordnung. Never Play on Patch Day hieß es ja erst. Allerdings haben wir gestern am Patch Day gespielt. Es kam wohl noch mal zwei Wartungen hinterher. Die habe ich nicht mehr mitbekommen. Und ich muss mir auch noch mal die vollständigen Patch Notes anschauen, denn es gibt noch so viele coole kleine Sachen hier, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Aber es gab auch einen kleinen Bug. Ich glaube, irgendwo hatte sich der Jack hier in einigen Dörfern im Nachtdorf zur Ruhe gelegt und war natürlich ein witziges Bild. Ist noch auf meinem Discord.
Ich glaube, der Grisou hat das gestern gepostet. Ich kann mal gerade gucken, wer das eigentlich gestern gepostet hatte. Und ja, sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Ja, der Grisou hat das gepostet und ist aber ein kleiner Backen nur gewesen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen, Leute, ist doch der Start Rathaus 14 gestern, glaube ich, ganz, ganz gut gelungen. Und klar, geht jetzt daran, Bases zu bauen. Danke für die Kobolde, jawohl. Und vor allen Dingen hier mal neue Leute kennenzulernen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier mal neue Leute wieder kennenlernen. Denn 1, 2, 3, 4, 5. Denn ich habe schon, oder ich kenne hier so einige gar nicht. Den zum Beispiel, den ich gerade was gespendet habe, den kenne ich gar nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ja, im Moment spende ich alles mit Gems, Leute. Gems sind jetzt so ein bisschen überflüssig für mich geworden. Also nicht überflüssig, aber ich gucke da jetzt nicht mehr so mit Argusaugen drauf. Es sind ja immer noch reichlich vorhanden und wir können noch das ein oder andere ausgeben, aber das, bis die Klammbuch gleich voll ist, mache ich einen kurzen Cut. Ich glaube, der ein oder andere Held pennt jetzt auch, aber die Helden brauche ich auch nicht die ganze Zeit. Also bis gleich. Gut, dass ich nie so wirklich am... Doch, manchmal nehme ich ja auch am Stück auf, aber der Lootometer sieht nicht gut aus, so will ich es mal sagen. Der sieht nicht ganz so gut aus und aber den nehmen wir jetzt mal mit hier, denn der hat so ein bisschen Elex für uns und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass wir trotzdem immer noch ganz schön viel von dem Elex-Zeug brauchen hier. So, die lassen wir erstmal ein bisschen laufen hier und dann können wir, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen mit unseren Kobolden hier reingehen. Mal sehen, was meine Gang hier so macht. Das sieht immer noch ganz gut aus. Und wir haben jetzt einen Zauber mehr. Mal sehen, was wir damit eigentlich machen können. Denn ich habe so ein bisschen verpeilt, dass wir ja auch das Rathaus noch... Ich wollte es gerade sagen, leveln können. Nee, wir können es... Natürlich können wir das Rathaus noch leveln. Nur ja, habe ich das so ein bisschen... Ich will nicht sagen vergessen, sondern ich will hier mal eben nochmal durchheilen. Da müsste jetzt gleich die Queen eigentlich noch reinlaufen, sondern ich muss das Rathaus ja auch noch leveln. Rathaus muss ich auch noch leveln, wollte aber zumindest so ein bisschen Fazit da lassen. Oh, das Einhorn hier, das hornt ganz gut, muss ich sagen. Das heilt gar nicht mal so schlecht. Das ist ja jetzt auch nur erstmal auf Level 1, aber jetzt ist auch down, okay. Jetzt ist auch down, da hockt es. Auch mit Sternen über dem Kopf, genau wie die Queen hier jetzt auch. Und aber dennoch hab ich so noch gar nicht gesehen. Es gibt natürlich noch reichlich Sachen, die man hier, die man hier so ein bisschen ausbauen könnte, beziehungsweise die ich natürlich noch gar nicht gesehen habe. Und aber am Tage muss ich sagen, okay, den können wir natürlich nicht nachmachen. Den können wir gerade nicht nachmachen, weil wir keine Mauerbrecher mehr haben. Aber die Kobolde können wir natürlich machen. Ich nehme mal so ein paar Magier mit, denn ich habe gemerkt, dass gerade wenn jetzt eben am Rand was war, das kriegen wir nicht mit weg. Das bekommen wir nicht mit weg. Und ja, im Moment kann man ja irgendwie an gar nichts sparen. Ne? So können wir das aber lassen. Und hier bauen wir nach. Perfekt. Ja, sieht ganz gut aus, aber ich habe ganz vergessen. Ja, das Rathaus müssen wir auch noch leveln. 5 Level hoch, 7,2 Mille. Wie viele Tage? Na, eine Woche geht ja. Geht ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Der erste Tag hier, so mein erster Eindruck, kann ich euch sagen. Es wird jetzt nicht jeden Tag Folgen geben. Zweiter Tag, dritter Tag, achter Tag. Nein, es war jetzt einfach nur Fazit hier. Erster Tag Rathaus 14. Also ich ziehe hier ein durchaus positives Fazit, was das Update angeht. Es ist natürlich noch viel größer, als dass ich euch eigentlich in den Videos zeigen kann. Und die ganzen anderen Sachen müssen wir mal Stück für Stück durchleuchten. Das, was ich jetzt schon mal vorbereiten mache, Leute, ich gehe jetzt in einen anderen Clan. Ich gehe jetzt in den Clan Free-to-Play, denn ich möchte ganz gerne so ein bisschen die Spendenregel oder die neuen Spenden mit euch oder für euch hinterleuchten. Aber das werdet ihr dann in den nächsten Tagen sehen. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuschauen, wünsche noch eine angenehme Woche und bis dahin, Leute, euer Toto. Clasht!